Nee, die Verbindung zu deinem Gegner wurde unterbrochen. Wieso? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das ist ein Hurensohn-FIFA-Spiel. Das ist nicht. Das macht keinen Spaß, Leute. Hey Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von FIFA 17 Ultimate Team. Das hier, was ihr gerade seht, ist bestimmt dann schon, ja, ich wette mal, 2-3 Wochen her. Aber ihr seht es ja ungefähr, wir können kurz mal auf den Zeitplan gucken. Und zwar, welchen haben wir heute überhaupt? Heute haben wir den 12. November und ich weiß gar nicht, wann diese Folge online kommt. Ich habe es auf Twitch gestreamt, diese 3 Siege, die wir da sehen, von noch 22 übrigen Partien, von 25 insgesamt. Ja, 3 Siege haben wir da eingefahren, war echt lustig und auch richtig genial. Die Mannschaft habe ich gerade eingestellt, also können wir direkt mal nach einem Gegner suchen. Und hier geht das rucki-zucki. September 2015, ich bin gespannt. Wir spielen, denke ich mal, in Weiß gegen Rot-Weiß. So passt das einigermaßen. Und der hat Blau ausgesucht. Ich hoffe, das wird jetzt hier kein Problem geben. Aber, wie gesagt, 3 Siege in 3 Spielen und 22 übrige Spiele noch. Soweit, okay, Lukaku sehe ich das schon mal. Hazard, oh nee, De Bruyne und, ach nee. Das wird nicht so einfach, glaube ich. Besonders Hazard. Oh Mann. Das wird schwer. Gut. Wir haben natürlich eigentlich so läppische Spieler wie Werner und Raphael und keine Ahnung, wie die alle noch heißen. Ach komm. Ich glaube, das wird das erste Mal jetzt hier eine Klatsche geben. Nein. Wow. Oh mein Gott, wer war das denn? Hauptsache bei einem München-Trikot. Mahrez, wer ist Mahrez, Leute? Der setzt ihn ganz knapp daneben. Oh Mann. Da haben wir Glück gehabt. Da wäre der Fährmann auch nicht dran gekommen. Richtig lucky, Freunde. Das wird, glaube ich, eine sehr schwere Partie. Aber dass das kein Abseits gibt, das finde ich so läppsch, ey. Das finde ich so läppsch, ey. Mann. Das ärgert mich zutiefst, sowas. Ich glaube, das wird die erste Klatsche. Das ist ja unfassbar. Meine Spieler kommen ja gar nicht hinterher. Ich meine, die haben nichts geschafft. Ich habe auch das Gefühl, dass unsere Spieler... Noch nö, guckt euch das an. Guckt euch das an. Mann, jetzt muss Tatar noch hinterher gehen. Wie gesagt, wir haben nicht die beste Mannschaft. Deswegen könnt ihr euch gar nicht wundern. Ach komm. Und damit sind sie am Ball. Dass da kein Ball durchgeht, das fände ich so läppsch, ey. Raphael. Ach komm, der kann nicht mal einen Ball annehmen. Ist doch läppsch, ey. Wer ist das überhaupt? Conte. Das könnte gefährlich werden. Werner. Nein, der Werner. Ganz knapp daneben. Ich glaube, der hat den Cech im Tor tatsächlich. Ah, das war die erste Chance für uns. Leider nicht reingemacht. Wäre auch zu schön, ne? Aber wir haben eigentlich... Da steht die Abwehr sicher. Guckt euch das an, ey. Wie läppsch das ist, ey. Werner. Nein, der Werner ist einfach nicht beweglich genug. Hazard. Der Ball soll zu Lukaku. Lukaku, ey. Romelu Lukaku. Die kriegt er noch. Das könnte die Chance werden. Shit. Einwurf für den Gegner. Also das muss man einfach besser können. So ist der Ball gleich weg. Werner. Mann, kein Ball kommt an, Freunde. Ist doch läppsch. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ist doch läppsch. Wirklich läppsch. Çalhanoğlu. Nein, der Cech hält, weil er Bellarabi nicht schießen kann. Ist das bitter, ey. Das wäre das 1-1 gewesen. Nein, der Toprak. Oh. Schade, 2 Großchancen hintereinander. Natürlich schade. Ach komm schon, dass es kein Foul gibt, das finde ich so läppsch. Wieso gibt es da keinen Freistoß? Hazard.
Wer ist das überhaupt? Wer ist das? Nice. Puh. Sehr, sehr, sehr gefährlicher Ball, den wir gerade da gespielt haben. Das Gefühl, da kann ich viel. Jetzt müssen Sie aufpassen. Das sieht so einfach aus, was Sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Şanalulu, das ist nicht wahr, Leute. Guckt euch das an, wieder den Ball da. Nein, der Werner, der schießt drüber. Das gibt's nicht. Jetzt haben wir das langsam so ein bisschen mehr Kontrolle über das Spiel gewonnen. Aber irgendwie gibt's das noch nichts. Werner, du bist doch schnell, du Sack. Ah, Ecke, immerhin. Es gibt Ecke. Mann. So. Sieht gut aus, der Pass kommt. Nein, wie hält der Torwart den, Leute? Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das heißt, 1-1 ist schon überfällig. Und nun ein Schuss. Abgefälscht, schon wieder eine Ecke. Weiteren Eckstoß. Mann. Nein, was für ein epischer Fehlpass. Aber abgefangen, gut gemacht. So ein Mist. Bellarabi jetzt. Jetzt wird's gefährlich. Er sieht zwar nicht. Bellarabi. Nein, der Pfosten nur, Leute. Wie bitter ist das denn? Und der Raphael der geht nicht dran. Der ist einfach zu lahm, der Sack, ey. Oder war der Torwart dran? What? Torwart war dran? Jetzt könnte er den Ball abspielen. Werner, nein! Das gibt es nicht. Oh Leute, ich gehe kaputt, ey. 9 Schüsse. Sie haben weniger Torschüsse, aber liegen vorn. Nein, der Pass kommt nicht durch von Şanalulu. Wie bitter. Wie bitter ist das denn bitte? Kommt der Hazard, ey. Das war abseits. Das war abseits. Das war abseits, Schiri, du Hurensohn! Das gibt es nicht, ey. Wie bitter ist das bitte? Dieser Wichser, ey. Mann. Nicht normal, wirklich nicht normal, ey. Das ist ein Bastard-Chiri, ey. Das habe ich mit dem bloßen Auge gesehen. Der pfeift einfach nicht. Das ist ein Hundesohn, ey. So ein Wichser, ey. Das macht er ganz cool. Wo andere vielleicht die Scheiße. Löst er das mit seiner Brillantentechnik. Und er macht's genau so, wie man es von ihm erwartet. Ist das bitter, ey. Das ist aber wieder typisch für uns. Das dürfte ihnen Ruhe geben. Mahrez. Das könnte die Chance werden. Jetzt haben sie den Gibt's Ball. Doch nicht, ey. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Statt 1-1 oder 2-1 für uns steht's da. Und jetzt De Bruyne. Oh Mann, ist das bitter, ey. Werner, komm. Jetzt ist er durch. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Guckt euch das an, ey. Wie viel Glück muss man denn haben, ey? Ist das ein Shit, ey? Ist das ein Shit? Raphael. Nein, wo passt der denn hin, ey? Was für ein läppischer Pass, ey. Dass er's versucht. Hazard. Da kommt Nein. die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten geht's oben drauf. Ist das ein Mist, Kerl, ey? Das war schlecht gespielt. Richtig schlecht gespielt. So, wir versuchen mal nochmal. Raphael. Wird das seine Tor? Nice. Konopianka. Schiri. Dass das kein Foul gibt. Der blockt den doch ohne Ball, ey. Mann, ist das bitter, ey. Was eine bittere Niederlage. Ah, 2 Schüsse aufs Tor, hat er 2 Tore, ey. Was können wir noch wechseln? Wir können höchstens mal Dembélé bringen auf links. Und den Draxler vorne statt Şanalulu. Und den Volland können wir auch noch bringen. Der Werner ist ziemlich platt, das war's. Mehr können wir nicht mehr an Offensive bringen. Entweder das jetzt fruchtet jetzt oder wir kriegen noch 1-2 Tore. Das kann natürlich keine passieren. So gute Leistung heute, folgerichtig die Auswechslung. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Gut verteidigt. Nein, guckt euch das an, ey. Wahnsinn.
Nein, das ist nicht normale. Das ist nicht normale. 3 zu 0 hinten, ne? Gegen so einen Gegner. Ah, ist das bitter, ey. Ist das bitter, ey. Und hier nochmal die Wiederholung des Tores. Fast ein Spiel. Ganz im Gegensatz zur Abwehr. Einfach den Tick wacher. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3 zu 0. Wo spielt er denn hin, Kollege? Da wollte er doch gar nicht spielen, ne? Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird Mann, das ist das denn scheiße. Und Vorland. Ach, Vorland, Kollege, wo spielst du denn hin, ne? Jetzt müssen sie aufpassen. Und jetzt die Chance. Mann, da ist der Anschlusstreffer. Ich wollte schon sagen Ausgleich, aber das ist der Anschlusstreffer. Das ist gehen wir auch sehr offensiv. Vielleicht geht da noch was. Und dafür ist er ja bekannt, ein absoluter Edeltechniker. Vielleicht geht noch was. Das könnte gefährlich werden. Da schickt er den Mitspieler. Torwart. Den hat er. Nice. Nice, da gehen wir wieder. El Arabi jetzt. Nee. Die Verbindung zu einem Gegner wurde unterbrochen. Wieso? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das ist ein Hurensohn-FIFA-Spiel. Das ist nicht. Das macht keinen Spaß, Leute. Wieso? Ich verstehe das nicht. Wieso denn bitte? Wieso? Jetzt kriegen wir so eine bittere Niederlage. Könnte ich wieder frustriert sein. Du hast anscheinend. Ja, genau. Ich habe das beendet. Klar. Auf jeden Fall. Weil ich ja nichts anderes zu tun habe als. Ach, das Läppsch, ey. Richtig Läppsch, Freunde. Läppsch. Wirklich Läppsch.